Ein wunderschön. Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir sind hier nach unzähligen Teleporter-Hops in einer Eiswelt angekommen und hatten einen kleinen Dialog mit Avalach. Und jetzt geht's durch das nächste Portal. Mal gucken, wo wir ankommen. Aua, warum brenne ich? Bevor wir aber springen, würde ich gerne mich noch heilen. So, und los geht's. Tirnalia, Palast des Vizekönigs Gels. Ah. Wir sind wieder getrennt. Endlich. Doch nicht. Ist das Tirnalia? Der Palast des Erwachens. Einst der Mondpalast. Gels Hauptquartier. Ein Buch. Ein Bericht. Was sagt denn dieser Bericht? Die Sortierung ist mir manchmal sehr... Trotz der umfassenden, bereits ergriffenen Maßnahmen hat sich die Situation in den äußeren Regionen der Provinzen Tilat-Navil, Tilat-Nalia und Tilat-Nakopwe nicht verbessert. Die Wissenden, die ausgesandt wurden, um sich des Problems vor Ort anzunehmen, haben kaum Erfolg gehabt, den Vormarsch der weißen Kälte zu verlangsamen, die nun langsam, aber sicher ein immer größeres Gebiet einnimmt. Wir müssen uns eingestehen, dass Tilat-Nabun vollständig verloren ist. Die Wissenden sind nicht rechtzeitig dorthin gelangt. Ich empfehle eine zügige Evakuierung der bedrohten Provinzen und die Verstärkung und Radikalisierung der Maßnahmen für die Einnahmen des Gebietes der Enceid. Ansonsten werde ich darum bitten, von der Verantwortung für die Provinzen unter meiner Zuständigkeit entbunden zu werden. Inglor Helianwe, Vizekönig der Westküste. Ist denn er für diese weiße Kälte die Wildjagd verantwortlich? Schöner Brunnen, schöner Brunnen. Wirklich schöner Brunnen. Schöne Stadt. Hui. Freut mich, dass sie dir gefällt. Elfische Baukunst ist ein wenig anspruchsvoller als die eure. Sprich mit Gels. Oh, wer ist das? Und was wollen Sie hier? Ich glaube, wir sind für heute fertig, meine Tulpe. Sei so gut und lass uns allein. Ich denke doch, wir sind uns einig, dass dies eine Angelegenheit zwischen uns alleine ist. Kreivan Espane Eb Kaoman Macha und der Hexe aus Riva, Ketmin. Gefällt dir mein neues Modell? Sie hat was von Lara Dorren. Findest du nicht auch, Kreivan? Ihre Größe vielleicht. Sonst nichts. Ah, ich habe einen wunden Punkt getroffen, wie ich sehe. Wechseln wir also das Thema, ja? Etwas zu trinken? Hast du Schnaps? Ach ja, ich vergesse immer wieder, dass ihr diesen schändlichen Schmutz nicht anrührt. Ich muss zugeben, dass es eine Überraschung ist, dich hier zu sehen, ja. Interessante Wahl der Verbündeten übrigens. Glaubst du, dass Avalach ehrlich mit dir ist? Nur aus Neugier. Nein, aber Ehrlichkeit ist keine Facette eurer Spezies. Also hör auf, Gift zu spucken. Das bringt dir nichts. Ich meine, einen Anflug von Ungeduld in euren Zügen zu erkennen. Was führt euch also her? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, wer unseren König getötet hat. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu erreichen. Dann wirst du wohl ähnlich großen Aufwand in die Vorbereitung dieser Lüge gesteckt haben.
Du sollst die Wahrheit sehen. Du wirst sie träumen. Du hast einen Oneiromanten? Mein Eindruck war richtig. Dies wird interessant. Hier entlang, bitte. Wir sind höflich. Darauf kannst du wetten. Hier entlang, bitte. Hexer Geralt, wahrhaftig ein Mann der Tat. Darf ich erfahren, wohin wir gehen? In die Welt der Enseide. Diesmal direkt. Gehen wir, bevor noch Wachen kommen. Oh, ein Picasso. Jetzt bin ich gespannt. Werden wir ihn auf unsere Seite bekommen oder nicht? Ist das nicht die Träumerin? Unseren Gast muss ich wohl nicht vorstellen. Sei gegrüßt, Cyrael. Es ist also wahr. Schwalbe und Fuchs sind Freunde geworden. Du kannst uns nicht gegeneinander ausspielen. Avalach hat dich erpresst. Weißt du nicht mehr? Hat versucht, dich in das Bett unseres Königs zu zwingen. Hat deinen Körper behandelt wie eine Schweinehälfte. Ich erinnere mich. Aber ich weiß auch noch, was du Eredin geraten hast, mit mir zu machen, wenn er mich hat. Und ich weiß noch, was die Roten Reiter in Kaer Morhen getan haben. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Der versprochene Beweis. Wo ist er? Du wirst ihn sehen. In deinem Traum. Ach ja, die Oneiromantin. Visionen, die nicht erzeugt werden können. Willst du mir zeigen, wie Eredin unseren König ermordet hat? Und dann? Soll ich die Enelle gegen Eredin aufstacheln? Eine Revolution ausrufen und Avalach zum neuen König erklären? Nein, du wirst tun, was du willst. Wir werden ihm nicht befehlen, was er tun soll. Er ist ja rechtschaffend genug. Du tust, was du willst. Wenn du dem Königsmörder weiter dienen willst, dann bitte. Ich wäre nicht mal überrascht. Ach, bitte. Möge euer Orakel Träume der letzten Momente meines Königs beschwören. Wir werden sie alle träumen, um Missverständnisse auszuschließen. Warum nicht? Überlegt. Ihr müsst ihm zu euren Bedingungen entgegentreten. In dieser Welt, an einem Ort eurer Wahl. Das ist eure einzige Chance. Segelt nach Skellige und sucht den Sonnenstein. Damit ruft ihr die Nagelfahr herbei. Eredin wird dabei sein. Sollte er Verstärkung anfordern, wird kein Enelle reagieren. Du hast gerecht gehandelt. Es wird sich ein neues Portal nach Tirnalia öffnen. Ich werde es stabilisieren und du wirst zurückkehren. Komm mit mir. Schwein gehabt.
Er könnte auch alles vorgetäuscht haben, damit wir ihn gehen lassen. Verdammt, wir hätten ihn zwingen sollen. Beruhige dich. Avalach kennt ihn besser. Wir hören, was er zu sagen hat, wenn er zurück ist. Wenn man vom Teufel spricht. Geralt macht sich Sorgen. Er meint, wir hätten Gils zu einfach gehen lassen. Ich will nur vorsichtig sein. Man kann nie vorsichtig genug sein. Stimmt. Und doch glaube ich, dass Gils sein Wort halten und Eredin nicht unterstützen wird. Sieht aus, als hättest du einen Plan. Willst du ihn uns erzählen? Wenn wir den Sonnenstein mit Hilfe deiner Zauberinnen und ihrer Magie gefunden haben, locken wir Eredins Schiff in eine Bucht an der Küste von Undvik. Okay. Wir legen einen Hinterhalt, stellen ihm eine Falle. Sobald der König der Jagd kommt, lassen wir sie zuschnappen und töten ihn. Einfach so? Eredin zu besiegen wird nicht einfach, aber wir werden es schaffen. Such die Logenzauberinnen und komm zum Hafen. Dann segeln wir nach Skellige. Ich war neugierig auf diese kleine Sache, die du klären musst. Als ich zuletzt in Novigrad war, hatte ich einige Probleme. Habe ich gehört. Ein paar Leute haben mir geholfen, andere wiederum nicht so richtig. Ich will's beiden zurückzahlen. Machen wir. Kommst du mit? Ja. Na klar, und zwar sofort. Geh voraus. Wir müssen zur Tempelinsel. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Ja, aber da gab's ein bisschen Action, ne? Fast da. Wohin gehen wir genau? Zu Hurensohn Junior. Der ist tot. Bisschen spät. Er ist tot. Soltan hat gesagt, dass Hurensohn lebt und auf der Tempelinsel ist. Ich habe ihm doch persönlich mein Schwert in den Bauch gerammt. Dann musst du schlecht gezielt haben. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Da Fug? Ich soll deine Zulage. Was willst du denn von ihm? Ich will ihm in die Augen sehen. Und dann? Weiß nicht. Kommt drauf an, was ich sehe. Haben wir so daneben getroffen? Das wage ich aber zu bezweifeln. Was? Wir suchen Herrn Willi. Herr Willi erwartet wichtige Gäste. Also verpisst euch hier, Kackfrösche! Wie wär's mit einem Geschäft? Klar. Klar, ein Geschäft. Geht nach oben. Der Boss wartet. Na siehst du, geht doch ganz einfach. Das war seltsam. Das ist noch untertrieben. Was sie wohl gerade machen. Das werden wir schon bald wissen. Ich bin mal gespannt. Einer an. Wen haben wir denn da? Hast dein Mündel endlich gefunden? Hat ja eine Weile gedauert. Sieht mir putzmunter aus. Ah, hast du gedacht, du hättest mich kalt gemacht? Überraschung! Halt den Rand, Hexe, bevor ich dir das Maul stopfe. Schluss jetzt! Ich bring zu Ende, was du angefangen hast. Hey, stopp! Ich bin's, Dudu! Dudu Bieberfeld! Hast du mich echt nicht erkannt? Dudu? Warte, Ciri. Nach dem Raub in Dijkstras Schatzkammer warst du verschwunden. Wo hab ich dich gefunden? Schnell. Auf dem Fleischerhof. Du hast in Priscillas Stück mitgespielt und mich auf die Bühne gezerrt. Steck das Schwert ein, Ciri. Es ist Dudu. Götter, habt ihr mir einen Schreck eingejagt? Es ist nicht klug, mit einem Hexer zu spielen. Hurensohn Junior?
Warum muss es ausgerechnet der sein? Nach unserer Flucht wusste ich nicht weiter. Ich konnte mich nur verstecken. Stimmt. Sie hätten mich irgendwann gefunden. Stimmt. Die Entscheidung war einfach. Außer uns wusste kaum jemand, dass er tot ist. Das war meine Chance. Niemand trauerte um Hurensohn Junior. Er hat in seinem ganzen erbärmlichen Leben niemandem geholfen. Nach seinem Tod wurde er zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft. Es heißt, jeder verdiene eine zweite Chance. Das trifft offenbar zu. Hurensohn bekam in gewisser Hinsicht eine zweite Chance, die er mit einem Doppler teilte. Mit dem Doppler namens Dudu. Stimmt. Ganz schön mutig, Dudu. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ach, übrigens, du ahnst ja nicht, wie froh ich bin, dass du wohlauf bist. Und ich erst, dass ich dir nicht den Hals aufgeschlitzt habe. Interessante Branche hast du dir da ausgesucht. Dudu hatte schon immer einen Sinn für Zahlen. Was sind schon ein paar Bordelle und Casinos? Er schafft das. Das ist es ja. Ich brauch's gar nicht. Zwei Wochen nach Willis Tod habe ich gesagt, ich hätte das Licht des ewigen Feuers erblickt. Hab alle illegalen Geschäfte abgetreten. Ich bin jetzt ein anständiger Händler. Und Hurensohns Leute haben nichts gesagt? Ich habe Verbindungen zu den Gilden. Das Geschäft blüht. Die Gewinne haben sich verdoppelt. Für Willis Männer bedeutet eine doppelt gefüllte Börse doppelten Respekt für den Überbringer. Stimmt. Sei vorsichtig. Man könnte dir auf die Schliche kommen. Willis Männer sind zu dumm dazu und seine Kollegen sind nicht viel besser. Denk dran, auch ihr seid reingefallen. Und das hätte für dich böse enden können. Stimmt, ich bin manchmal etwas zu leichtsinnig, aber meistens passe ich auf. Okay. Wir müssen gehen. Ja, wir müssen noch zum Goldenen Stör. Ah ja. Es war schön, euch beide zu sehen. Passt auf euch auf. Du auch. Mach's gut, Dudu. Warum gehen wir zum Stör? Da ist ein Mädchen, das mir geholfen hat. Und wer ist das? Eine Freundin von Rittersporn. Sie heißt Bea. Sie ist Kellnerin im Goldenen Stör. Hat mir geholfen, Rittersporn zu finden. Ich möchte ihr danken. Sie hat viel riskiert. Mit der hatten wir auch gesprochen. Wie denn das? Die Tempelwache war mir dicht auf den Fersen. Wäre sie mit mir gesehen worden, hätte man sie bestimmt ausgepeitscht oder ihr Schlimmeres angetan. Du scheinst Ärger irgendwie anzuziehen. Da komme ich ganz nach dir. Tja, aber wir sind nicht verwandt. Die Rüstung wird schon wieder rosten. In dem Sinne. Ich war mal in einer Stadt, die Novigrad ganz ähnlich war. Aber die Leute waren viel größer und hatten dunkle Haut. Okay. War das in Serikanien? Nein, in einer anderen Welt. Wie ist das denn so, zwischen den Welten zu springen? Ist es, als ginge man durch ein Portal oder anders? Etwas anders. Am Anfang war es ganz schön schwer. Ich war nicht sehr gut darin, es zu steuern. Ich musste mich fest konzentrieren und hoffen, dass ich nicht im Krater eines aktiven Vulkans lande. Es war sehr nützlich, mit Avalach zu üben. Jetzt muss ich nur noch an den Ort denken, an den ich reisen will, die Augen schließen und es geschieht. So, wo ist der goldene Stör? Wir sind ja ein Hexer, da zählt es nicht, ne? Da. Ich hab dir eine Chance gegeben. Hättest sie nutzen sollen. Ich scheiß drauf, was du mir gibst. Das wird dir noch leid tun, dumme Kuh. Achte auf deine Manieren. Du redest mit einer Dame. Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ob es das tut? Du bist ja auch ein verfluchter Sonderling. Ist er. Und ziemlich gefährlich dazu. Der Schlechter von Weißgarten. Und was macht er hier? Die Bäume beschneiden? Jugend. Der hat das halbe Dorf ausgerottet und die Leichen des Dorfältesten und seiner Frau mit dem Pferd bis Novigrad gezogen. Lass uns abhauen. Du solltest auf deinen Freund hören. Tut mir leid. Tja.
Ich danke dir. Sie wirkten diesmal entschlossener. Du solltest dich doch nicht mit denen anlegen. Soll ich etwa Anderlinge verstoßen, nur weil diese Halunken mich bedrohen? Kommt nicht in Frage. Es ist so schön, dich wiederzusehen, Bea. Dich auch, Ciri. Wer ist dein charmanter Begleiter? Ein Verteidiger der Unterdrückten? Geralt von Riva? Niemand Besonderes? Ich sag mal, ein Verteidiger der Unterdrückten. Ein Verteidiger der Unterdrückten. Zufällig wurde ich eben von oben bis unten unterdrückt. Wärst du so nett und würdest mir bei der Genesung behilflich sein? Bea, du Hure, beherrsch dich! Das ist Geralt. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Freut mich sehr. Hab schon viel von dir gehört. Wirklich? Was denn so? Zum Beispiel, dass du ihr so oft aus der Patsche geholfen hast, dass sie aufgehört hat zu zählen. Und dass du sie zum Lachen bringst. Das gilt für Ciri. Andere Damen allerdings... Bea, ich stehe direkt hier. Schon gut, schon gut. Und? Was führt euch hier, meine Lieben? Ich wollte dir danken. Für alles. Ach, hör auf. So wie ich hätte jeder gehandelt. Nicht jeder, nein. Aber nur wenige hätten es mit so viel Mut getan. Ich danke dir. Das ist für dich. Damit du dich an mich erinnerst. Oh, das ist wunderschön. Danke. Und? Bleibt ihr auf einen Eintopf? Der Wirt hat heute Morgen ein Ferkel geschlachtet. Danke. Aber wir müssen noch nach Ferneck. Ah, zu Waldo, hm? Nun, dann werde ich euch nicht aufhalten. Dort bekommt ihr bestimmt auch was Leckeres zu essen. Lebt wohl, ihr beiden. Und pass auf sie auf, Hexer. Das werde ich. Lebt wohl. Bravo, Hexer. Ich habe Stoff für eine weitere Ballade. Gut. Also, deine Freundin, Bea. Was ist mit ihr? Nichts. Scheint nett zu sein. Geralt, du bist schrecklich. Was hab ich denn gesagt? Was ist denn in Ferneck? Dort lagern ein paar reisende Gaukler. Anderlinge. Als ich zuletzt hier war, wollte ich Triss kontaktieren. Es war nicht leicht. Ich musste fast das ganze Geld des Barons ausgeben. Triss und ich haben uns nie getroffen, weil die Tempelwache auf einmal auf den Plan trat. Danach wurde ich gesucht. Triss hat nicht versucht, dich zu finden? Wie denn? Sie wusste von nichts. Sie dachte, sie sollte eine weitere Alchemistin treffen, die aus Novigrad fliehen wollte. Ja. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Wie auch immer. Sie wurde verfolgt, gejagt und hatte keinen müden Körper mehr. Dann traf ich Waldo. Er und seine Truppe haben mir geholfen. Mich Bea vorgestellt und durch Bea habe ich Rittersporn gefunden. Den Rest kennst du. Okay. So, oh. Die gefallen mir ja nicht. Die Rüstung wird schon wieder rosten. Wo ist denn dein Freund? Da! Waldo! Ciri, du Inkarnation des Teufels, wo bist du gewesen? Komm her, Schätzchen. Hallo, wer ist das denn? Hast du deinen Opa mitgebracht? Helga, du bist unverbesserlich. Lass mich dir Geralt von Riva vorstellen. Ah, sei gegrüßt. Wir haben schon so viel von dir gehört. Gleichfalls. Und danke, dass ihr Ciri geholfen habt. Ach, wir hatten keine Wahl. Konnten ein Mädel wie sie ja schlecht rauswerfen. Ach, gut, dass ihr da seid. Und gerade noch rechtzeitig. Morgen wären wir weg gewesen. Ihr geht? Man wird bald anfangen, Anderlinge umzusiedeln.
Wir kommen dem lieber zuvor. Ich verstehe. Allerdings haben wir gerade zwei Pferde verloren. Und zwei weitere sind zu schwach, um irgendwas zu ziehen. Ihr kriegt Geld. Wir schaffen das schon. Heute gehen wir nicht. Also haben wir heute auch keine Sorgen. Natürlich. Ich gehe zum Händler. Vielleicht kann ich unsere Mähren gegen ein gesundes Pferd eintauschen. Nicht, dass Waldo morgen doch noch Sorgen hat. Können wir irgendwie helfen? Oh, macht euch um uns keine Gedanken. Wir kommen immer irgendwie klar, nicht, Ciri? Was bringt euch her? Ich bin hier, weil ich um Verzeihung bitten will. Ich bin damals so plötzlich verschwunden. Papalapap. Hauptsache, du bist wieder da und gesund und munter. Das ist für dich. Alles, was du mir geliehen hast und etwas obendrauf. Ciri, du weißt, dass ich das nicht annehmen kann. Doch, du wirst. Und du weißt, dass ich dich nicht ablehnen lasse. Ich hab's. Wir machen eine Wette draus. Reitest du noch Rennen? Natürlich. Dann fordere ich dich heraus. Geralt, machst du mit? Gerne. Ein Mann nach meinem Geschmack. Kommt. Geralt! Such dir eins von diesen aus. Sofort, sofort. Ich hätte gern Plötze. Lauf, Plötze. Ach ja, jede ist ja Plötze, ne? Du warst auch schon mal schneller. Ich lass dir nur Vorsprung. So. Pass auf, wo du hinreitest. Du fällst noch. Du hast nachgelassen. Oh, haben wir gewonnen. Was passiert jetzt? Hallo? Ah. Ich kann dich immer noch schlagen. Ich hab dich gewinnen lassen. Ja. Rennen. Wenn das nicht nach einer Feier schreit, verbring doch den Abend hier. Wir haben ein paar Fässer von Catwins Bestem. Es gibt ein Lagerfeuer und alle versammeln sich. Die Nacht gehört uns. Bei dem strömenden Regen? Einige Stunden später. Hallo? Noch Wein? Danke. Ich bin froh, dass wir hier geblieben sind. Ich auch. Sie mögen dich hier. Ich mag sie auch. Ich würde gerne bei ihnen bleiben. Trinken und Wettreiten. Von Dorf zu Dorf ziehen. Mir keinerlei Sorgen machen. Tja. Worüber machst du dir denn Sorgen? Was bedrückt dich denn? Was uns erwartet. Es wird nicht einfach werden, die Jagd zu besiegen. Aber mit der Hilfe der Loge und von Avalach, wir können es schaffen. Ich fürchte, der Kampf gegen die Jagd ist nur der Anfang. Für mich jedenfalls. Was meinst du damit? Wie meinst du das? Du hast es versprochen. Ich hab Spaß gemacht. Manchmal wünschte ich, ich könnte sein wie sie. Betrunken? Ich auch. Manchmal ist es eine Last, ein Hexer zu sein. Genau wie mein Erbe. Ich wäre so gerne gewöhnlich. Aber es ist deine Wahl, wer du bist. Dein Leben gehört dir, sonst keinem. Du legst fest, wer du bist. Geralt, du weißt, das hat noch nie gestimmt. Doch. Alles wegen dieses verwünschten älteren Bluts. Mein Geschenk, mein Fluch. Trotzdem bestimmst du, wer du bist. Es hat mir all diese Kräfte gewährt, lässt mich aber mein Leben auf der Flucht und versteckt verbringen.
Damit ist bald Schluss. Wenn wir Eredin besiegt haben, bist du frei. Wirklich? Eredin ist kaum allein. Es gibt andere, die Pläne mit mir haben. Erst waren es die Zauberinnen der Loge. Jetzt ist es mein Vater. Sogar Yennefer. Du vergisst Avalach. Avalach ist anders. Nein. Er will verhindern, dass meine Gabe in die falschen Hände fällt oder außer Kontrolle gerät. Darum lehrt er mich und beschützt mich. Naja. Hoffentlich hast du recht. Wenn du meinst. Du bezweifelst es? Eines Tages wird Avalach dich um einen Gefallen bitten. Vielleicht. Aber wenn, wird es noch lange, lange hin sein. Und ich bin sicher, was immer es ist, er wird mir eine Wahl lassen. Ich werde ablehnen können. Hoffentlich hast du recht. Das ist Pablo. Irgendwann will ich auch jonglieren lernen. Unglaublich nützliche Fertigkeit. Endlich habe ich euch gefunden. Amüsiert ihr euch? Ja. Lagerfeuer, Wein, Jongleure. Was will man mehr? Ich wüsste ein paar Sachen, gegen die ich es eintauschen würde. Aber es könnte schlechter sein. Du wirkst bedrückt. Ist es beim Händler schlecht gelaufen? Pah, vergiss es. Einen Tausch wollte er nicht. Ich sagte also, ich kaufe. Und da hat er Mondpreise für ein gesundes Tier verlangt. Wir brauchen Pferde. Aber wir müssen eine andere Möglichkeit finden, welche zu kriegen. Oho, mir schwant Übles. Ich wusste, dass es dir gefällt. Wir wollen uns in seinen Stall schleichen. Er hat rund 30 Gäule. Da machen ein paar mehr oder weniger nicht viel aus. Oh. Kommt ihr mit? Na klar! Ich kaufe sie euch. Es muss eine andere Lösung geben. Zufällig habe ich etwas Geld, das ich euch leihen könnte. Wir können uns nicht erkenntlich zeigen. Das müsst ihr auch nicht. Schade, dass der Kaiser nicht noch eine Tochter hat. Wir könnten alle Pferde in Novigrad kaufen. Ein großzügiges Angebot, aber es löst das Problem nicht. Der Händler hat nicht unser Geld abgelehnt, sondern uns. Mit Abschaum mache ich keine Geschäfte. Ich glaube, das sagte er. Und wenn er nicht handelt, haben wir keine Wahl, als zu stehlen. Ich weiß nicht. Kommt mir nicht wie die beste Idee vor. Geralt, lass das Getue. Wir rauben den Händler nicht komplett aus. Und wir können endlich mal was anderes machen, als vor der wilden Jagd zu fliehen. Lass uns nicht betteln. Okay, gehen wir Pferde stehlen. Ach, was soll ich machen? Man muss den Bedürftigen helfen. Ja. Ich muss sagen, so hätte ich dich nicht eingeschätzt. Wie nicht? Zuverlässig. Es wird Zeit. Wir treffen uns bei den Ställen. Diese Frau hat zu viel Einfluss auf uns. Nun gut. Novigrad wird beschützt und ist trotzdem es nicht passt sicher. Wie die Faust aufs Auge. Ich möchte hier an der Stelle einen Break machen. Ich muss ein bisschen meine Stimme schonen, denn wie einige mitbekommen haben, auch in anderen Aufnahmen, die so unterschiedliche Tage jetzt hier gelaufen sind, bin ich doch ein bisschen angeschlagen. Und ja, deswegen hier der Break. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch ein Däumchen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was euch bewegt und euch interessiert, was ihr wissen möchtet oder wie ihr euch fühlt bei der ganzen Sache. Und wenn ihr es noch nicht getan habt und denkt, ey, toller Kanal, dann abonniert ihn. Danke schon mal im Voraus. Bis zum nächsten Mal, dann. Ciao.